Der Vatikan, ein Zwergstaat, Sitz des Oberhaupts der katholischen Kirche. Jedes Jahr versammeln sich hier Millionen Pilger vor dem Petersdom, dem größten Sakralbau der Welt. Doch der Vatikan ist auch eine Schatzkammer. Mit einer Fülle von Meisterwerken, der Malerei, Bildhauerei, Architektur, mit tausenden kostbaren Dokumenten und zahllosen Relikten der Vergangenheit. Erbe der 2000-jährigen Geschichte des Christentums. Was erzählen die Nekropolen über die Ursprünge dieser traditionsreichen Städte? Welche Bedeutung haben die Fresken im Apostolischen Palast? Woher stammen die zahllosen antiken Statuen? Wissenschaftler und Historiker haben diese wenig bekannte Seite des Vatikans erforscht und wichtige Erkenntnisse über dessen bewegte Vergangenheit herausgefunden. Dank ihrer Arbeit können wir seine einzigartige Baugeschichte rekonstruieren und lange verborgene Schätze bestaunen. Sie haben zum Aufstieg einer religiösen Macht beigetragen, die die Welt veränderte. Von Mauern umschlossen verteilen sich die Gebäude und die weitläufigen Gärten des Vatikanstaats auf nur knapp einem halben Quadratkilometer. Petersdom, Apostolischer Palast, die Verwaltungsgebäude und die riesigen vatikanischen Museen. Die Bauten stehen dicht an dicht, gehen ineinander über, heißen Gläubige wie Ungläubige willkommen. Aber wie ist dieses einzigartige Gebilde aus Geschichte, Kunst und Macht entstanden? Widmen wir uns zunächst dem Ort. Warum wurde dieser Hügel außerhalb der Grenzen der antiken Stadt zum Zentrum der katholischen Welt? Warum überhaupt Rom, wo doch die Wiege des Christentums im Nahen Osten steht? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir zu den Ursprüngen, also 2000 Jahre zurückgehen. Unsere Zeitreise beginnt tief unter den Verwaltungsgebäuden der Vatikanstadt. Auf engem Raum liegen hier die Überreste einer längst vergangenen Epoche. Sie zeugen von den großen Friedhöfen, die sich in der Römerzeit jenseits der Stadtmauern erstreckten, vor allem auf dem Vatikanischen Hügel. Gian Domenico Spinola erforscht diese Nekropole seit über 10 Jahren und kennt deren Bewohner inzwischen sehr genau. Einige Grabinschriften, die der Wissenschaftler untersucht hat, verweisen direkt auf Kaiser Nero. Sein Name ist Alcimo, ein Sklave Neros. Neronis, Claudi, Cesari, August, Servus. Neben den Sklaven ruhen hier auch jene, die im kaiserlichen Zirkus antraten. Wir erkennen hier eine Widmung an eine gewisse Artoria Prima, Ehefrau des Hortator der Factiones Venete, also ein Reiter, der für die Mannschaft der Venezier angetreten ist. Wahrscheinlich handelte es sich um Wagenrennen. Dass wir hier auf diese Inschrift stoßen, ist kein Zufall. Wir befinden uns in der Nähe des Zirkus von Caligula und Nero. Daher ruhen hier einige der Leute, die mit den Rennen zu tun hatten. Yeah!
Wagenrennen. Im ersten Jahrhundert der beliebteste Sport. Gewonnen hat, wer am schnellsten 7 Runden gefahren ist. Alles ist erlaubt. Unfälle gibt es zuhauf. Doch in dieser Arena lässt Kaiser Nero auch die Christen foltern, die im Jahr 64 beschuldigt werden, Rom in Brand gesetzt zu haben. Einer von ihnen soll der Apostel Petrus gewesen sein, der aus dem Orient kam, um in Rom die Botschaft Christi zu verkünden. Er sei, so die Petrifakten des 2. Jahrhunderts, angeblich kopfüber vor dem Obelisken gekreuzigt und irgendwo auf dem Vatikanischen Hügel begraben worden. So ist es überliefert. Und dann? Wie ist die Legende zu einem steinernen Zeugnis geworden? Was wissen wir über das allererste Petrusmonument, dem viele folgen sollten? Die Religionshistorikerin Marie-Françoise Basles interessiert sich für diese Zeit, in der sich die ersten christlichen Gemeinden bildeten. In einem Text von Anfang des 3. Jahrhunderts hat sie die älteste Erwähnung eines Bauwerks gefunden, das dem Apostel Paulus gewidmet sei. Ich kann auf die Trophäen der Apostel hinweisen. Wenn du zum Vatikan gehst oder zur Ostiense-Route, wirst du die Trophäe derer finden, die diese Kirche gegründet haben. Das Wort Trophäe lässt darauf schließen, dass es etwas gab, ein architektonisches Element, das auf dem Vatikanischen Hügel errichtet worden war. Einem Ort, an dem sich die Menschen versammelten, um Petrus zu gedenken. Es ist eine Einladung zur Wallfahrt. Für die Christen liegt hier das Grab des Gründervaters der römischen Kirche, der erste Papst. Derjenige, den Jesus nach den Evangelien mit dem Satz berufen hat: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen. Deshalb wird der Ort 200 Jahre nach diesem Ereignis verehrt, obwohl die Religion im Verborgenen praktiziert werden muss. Wir denken immer, dass das Christentum verboten war und die Christen verfolgt wurden. Aber die Kaiser ließen sie gewähren, solange sie keine Probleme machten. Die christlichen Gemeinden entwickeln und organisieren sich, um ihren Gott im Rahmen des römischen Rechts zu preisen. Doch mit der Thronbesteigung von Kaiser Konstantin verändert sich alles. Kurz zuvor konvertiert er und ruft im Jahr 313 die Religionsfreiheit aus, fördert das Christentum sogar und lässt Kirchen errichten, in denen der christliche Glaube gepredigt wird. Allen voran die Konstantinische Basilika, auch Alt St. Peter genannt, auf dem Vatikanischen Hügel, der mutmaßlichen Stelle des Petrusgrabs. Sie wird später durch eine neue Basilika ersetzt, die sich noch heute über dem Petersplatz erhebt. Aber wie sah diese alte Kirche aus? Wo finden wir Informationen über ihre Architektur, ihre Innenausstattung? Unter den 80.000 Manuskripten in der Vatikanischen Bibliothek gibt eines Antworten auf diese Fragen. Das des Jacopo Grimaldi. Im 17. Jahrhundert von einem Notar verfasst, enthält es detailgetreue Abbildungen des Bauwerks, kurz bevor es abgetragen wurde. Ist diese Abbildung nicht wunderbar? Sie zeigt die alte Fassade der Konstantinischen Basilika. Das ist Alt St. Peter mit dem Petersplatz. Nicht so wie heute, aber es ist gut zu erkennen. Wunderschön. Im Rahmen der umfangreichen Digitalisierung der Bestände wird das Manuskript ausnahmsweise aus dem Magazin geholt. Wie alle historischen Dokumente ist es mit äußerster Vorsicht zu behandeln. Hier ist eine sehr interessante Zeichnung vom Innern der Basilika. Sehr gut zu erkennen, wie sich die Schrift der Rückseite auf diese Seite abgedrückt hat.
Vielleicht können wir das durch Fototechnik etwas reduzieren. Jede Woche werden hier Dutzende Handschriften digitalisiert, mit verschiedenen Geräten, für unterschiedliche Formate. Das Grimaldi-Manuskript wird Seite für Seite eingescannt. Manche Bilder werden mit Infrarotlicht behandelt, um ihre Lesbarkeit zu verbessern. Eine wertvolle Informationsquelle, die jetzt auch elektronisch zugänglich ist und die wir dem Architekten Hubert Nodex zur Verfügung gestellt haben. Der Experte für die Modellierung historischer Bauten wird den Vatikan auf dieser Grundlage in den verschiedenen Etappen seiner Geschichte rekonstruieren. Beginnend mit der konstantinischen Basilika. In dieser Zeichnung ist die Struktur der Basilika sehr gut zu erkennen. Die fünf Schiffe, die vielen Säulen, darunter die Hauptsäulen und die kleineren in den Seitenschiffen. Genug für eine Rekonstruktion. Ich habe jetzt die doppelten Säulenreihen eingefügt, die Struktur der Wände und die Dachkonstruktion. Einige Seiten weiter erfahren wir mehr über die Innenausstattung der Kirche. Vor allem über die Apsis, die mit einem riesigen Mosaik geschmückt war. Im Zentrum sehen wir Christus auf dem Thron, eingerahmt vom heiligen Petrus und dem heiligen Paulus. Und im unteren Teil ziehen Schafe aus den heiligen Städten Bethlehem und Jerusalem zur Mitte. Dort wird das Osterlamm von einem Kreuz überragt. In der virtuellen Darstellung offenbaren sich die gewaltigen Ausmaße des Bauwerks. Mit einer Gesamtlänge von fast 100 Metern war es seinerzeit die größte Kirche Roms. Doch am Boden der reich dekorierten Apsis fehlt ein wichtiges Element, das im Manuskript nicht abgebildet ist. Die Memoria, also die Gedenkstätte über dem Petrusgrab. Sie ist der eigentliche Kern der Basilika. Auf ihr gründet die Legitimation der päpstlichen Macht. Die letzte Ruhestätte des Apostels muss spektakulär gewesen sein. Aber wie genau sah sie aus? Kurioserweise befindet sich das einzige bildhafte Zeugnis dieser Memoria in Venedig. Hubert Nodex will es sich dort persönlich anschauen. Im Archäologischen Museum der Stadt lagert ein außergewöhnliches Objekt. Die Capsella di Samagea, ein Elfenbeinkästchen aus dem 5. Jahrhundert. Wie durch ein Wunder hat es die Zeit überdauert. Dieses Reliquienkästchen ist einzigartig.
Pilger haben es nach ihrer Rückkehr aus Rom als Erinnerung an ihre Reise anfertigen lassen. Darauf abgebildet sind die wichtigen Pilgerstätten in Rom, vor allem aber der Innenraum der Konstantinischen Basilika, mit einer unglaublich detaillierten Darstellung der Petrus-Memoria. Gut zu erkennen sind die Säulen und die gesamte Architektur. Wirklich bemerkenswert. Hiberno Dex wird nun versuchen, die Memoria im richtigen Verhältnis in den Raum zu übertragen. Das Relief auf dem Kästchen zeigt die Struktur des Bauwerks. Eine Art Baldachin, der auf 6 Säulen ruht. Diese Säulen sind bis heute erhalten. Sie wurden auch im Neubau der Basilika verbaut, wo Wissenschaftler sie anhand der Abmessungen und des Marmors identifiziert haben. Hiberno Dex ergänzt damit das Denkmal über dem Petrusgrab und fügt es in die Apsis ein. Und das erwartete die Pilger im 4. Jahrhundert. Eine lange Sichtachse, die geradewegs auf die Memoria mit dem Baldachin führt. Und auf ein marmornes Mausoleum, das zwischen den Säulen thront. Lange Zeit hat niemand nach den Überresten gesucht. Bis ein Papst in den 1940er Jahren Grabungen durchführen lässt. Gut 10 Meter unter dem Boden des heutigen Petersdoms. Pius XI. War gestorben und sollte in den Vatikanischen Grotten begraben werden. Dann wollten Archäologen etwas mehr darüber erfahren, was sich unter dem Fußboden der antiken konstantinischen Basilika befand. Also ordnete Pius XII., sobald er 1939 zum Papst gewählt worden war, diese Ausgrabungen an. Das erste, was unter dem Fußboden der Grotten entdeckt wurde, waren unzählige Christengräber. Unter diesen Gräbern waren weitere 22 antike Grabkammern aus dem 2. Jahrhundert. Kaiser Konstantin hatte diese Nekropole damals unzugänglich gemacht, indem er auf ihr das Fundament der antiken konstantinischen Basilika errichten ließ. Doch der entscheidende Fund verbirgt sich ein Stück weiter vorn in der Nekropole, zwischen ein paar Trockenmauern. Das Bedeutendste bei diesen Ausgrabungen war die Entdeckung einer kleinen Grabkapelle, bestehend aus 2 kleinen Säulen und einer Altarplatte. Anhand der Überreste konnte das kleine Säulenmonument rekonstruiert werden. Inschriften am Fundort, die den Namen Petrus erwähnen, lassen vermuten, dass es sich um die berühmte Reliquie handelt, vor der sich die allerersten Pilger auf dem römischen Friedhof versammelten. Doch vor allem die Stelle, an der sie gefunden wurde, bestätigt ihren historischen Wert. Diese Kapelle aus dem 2. Jahrhundert wurde genau unterhalb des Hauptaltars entdeckt, wo über Jahrhunderte hinweg die Tradition der römischen Kirche ihren Platz hatte. Die Reliquie im marmornen Mausoleum bestimmt die Achse, auf der alle zukünftigen Altäre errichtet werden. Der erste entsteht im 7. Jahrhundert. Er verfügt über 2 Ebenen, sodass der Papst die Messe feiern kann, während die Pilger das heilige Grab besuchen.
Immer mehr Gottesdienste werden in der Basilika abgehalten. Bald gehört sie zu den wichtigsten Heiligtümern Roms. Doch ihr Ansehen im Römischen Reich wächst nicht überall. 2000 Kilometer von Rom entfernt, auf der Schwelle zum Orient, liegt Konstantinopel. Im 4. Jahrhundert von Kaiser Konstantin gegründet, verdrängt es Rom vom Rang einer Hauptstadt. Ihr Patriarch will sie zum offiziellen Sitz des Christentums machen, das sich im 7. Jahrhundert im gesamten Reich ausgebreitet hat. Dazu festigt er seine Vormachtstellung gegenüber den anderen vier Patriarchaten: Alexandria, Jerusalem, Antiochia und Rom. Wie also soll sich Rom gegen Konstantinopel behaupten, das seit seiner Gründung diversen Invasionen getrotzt hat und das mehr als alle anderen Patriarchate vom Handel mit dem Orient profitiert? Rom braucht einen ebenbürtigen Verbündeten. Aber wen? Die Antwort auf diese Frage hat die Kunsthistorikerin Antonella Ballardini in dieser römischen Bibliothek gefunden. Hier in der Bibliotheca Angelica wird ein wichtiges Manuskript von Alfonso Giaconio aufbewahrt, der sehr viel Zeit darauf verwendet hat, die römischen Kirchen zu dokumentieren. Er ließ Details aus Mosaiken aus dem Jahr 799 nachbilden. Diese Abbildung zeigt den heiligen Petrus auf der Kathedra, neben ihm Papst Leo und König Karl. Carolus Rex. So heißt Karl der Große, bevor er zum Kaiser gekrönt wird. Der mächtigste Herrscher seiner Zeit, mit dem damaligen Papst durch den heiligen Petrus höchst selbst verbunden. Das Bild ist der Beweis ihrer Allianz. Am 25. April 799 wurde auf Papst Leo III. Ein Attentat verübt. Er suchte daraufhin Zuflucht bei Karl dem Großen. Leos Ankunft geschah zu der Zeit, als innerhalb des Frankenreichs bereits über die Übertragung der Kaiserwürde an Karl den Großen nachgedacht wurde. Eine Hand wäscht die andere. Leo III. Findet einen Schutzherrn und krönt dafür Karl den Großen zum Kaiser. Die Zeremonie, die im Jahr 800 in der Konstantinischen Basilika stattfindet, verändert die Ordnung der Welt. Denn mit dieser Geste überträgt der Papst Karl dem Großen den Titel Kaiser des Weströmischen Reichs. Damit markiert er offen den Bruch mit der Ostkirche in Form des Patriarchats Konstantinopel. Rom wird wieder Hauptstadt, die Hauptstadt des christlichen Westreichs. Dieses Bündnis mit den Karolingern bringt dem Papst auch Schenkungen ein, die seinen Einfluss vergrößern. Immer mehr wird er zu einem Souverän mit echter weltlicher Macht und den damit verbundenen Verteidigungspflichten. So lässt Leo IV. 850 eine Wehrmauer errichten, um die Basilika gegen Angriffe der Sarazenen zu schützen. Die sogenannte Leoninische Mauer ist 12 Meter hoch, 3 Kilometer lang und von 3 befestigten Toren durchbrochen. Die Civitas Leonina, die Leo-Stadt, entsteht. Doch die Bedrohung kommt auch aus dem Inneren. Im gesamten Mittelalter streiten sich die großen römischen Familien um den Thron des Petrus und gefährden damit die Sicherheit des Heiligen Vaters. Denn damals residiert der Papst im Lateranpalast innerhalb Roms. Er braucht einen Ort, der besser geschützt ist. Nahe der Stadt, doch mit dem Fluss als natürlicher Barriere, bietet sich der Vatikanische Hügel an. Fehlt nur noch ein Palast neben der Basilika, der genügend Platz bietet für die Kurie, also die Verwaltungsorgane des Papstes.
Nikolaus III. Aus dem einflussreichen Geschlecht der Orsini gibt den Bau in Auftrag und macht den Vatikan endgültig zu einem Ort der Macht. Dieser erste Palast vom Ende des 13. Jahrhunderts verbirgt sich im Herzen der Vatikanstadt, wo er vollständig in späteren Palast- und Verwaltungsgebäuden aufgegangen ist. Ist es möglich, heute noch Teile davon zu identifizieren? Vitale Sanchettin, leitender Architekt des Vatikans, kennt die Stellen. Mit seiner Hilfe wird Uberno Dex versuchen, den mittelalterlichen Palast wieder zum Leben zu erwecken. Heute betrachten wir den Papstpalast als einen großen Organismus auf einem eingegrenzten Gebiet. Um aber den Ursprung zu begreifen, müssen wir uns in die Situation kurz nach Grundsteinlegung der Basilika hineinversetzen. Der Kern des mittelalterlichen Palastes entsteht wie ein Organismus in Verbindung mit der antiken Basilika und entwickelt sich immer weiter durch Sitzungssäle wie der Sala Regia. Diese Säle existieren noch und sind im heutigen Gebäude leicht zu erkennen. Seinerzeit bildeten sie den Teil des Palasts, in dem die öffentlichen Audienzen stattfanden. Nach ihrer vollständigen Neugestaltung im 17. Jahrhundert sind sie heute für die Öffentlichkeit gesperrt und werden vom Papst für den Empfang von Staats- und Regierungschefs genutzt. Um die anderen Räume aus dem Mittelalter zu finden, dringen wir in die Tiefen des Bauwerks vor. Hier verortet Vitale Sanchettin den Kern des ursprünglichen Palasts. Das ist der älteste Raum des Palasts. Er ist relativ klein, nur 7x4 Meter. Offensichtlich gehört er zu einem Turm. Das sehen wir auch an diesen Fenstern und Öffnungen, die höchstwahrscheinlich auf die Stadt Rom ausgerichtet waren. Es handelt sich um einen Turm, der teils zur Abwehr, teils als Wohnraum diente und überhaupt nicht unseren Vorstellungen eines päpstlichen Prachtbaus entspricht. Um diesen Turm ist der gesamte mittelalterliche Palast gebaut. Dieser Turm zog sich über mehrere Etagen, die dem Papst vorbehalten waren. Heute befindet sich im zweiten Stock ein Ensemble aus 4 Räumen mit einigen gut erhaltenen Dekorelementen. Sie wurden erst bei jüngsten Restaurierungsarbeiten entdeckt. Historiker meinen, sie gehörten zu den großen Freskenzyklen, die einst die päpstlichen Gemächer schmückten. Wir befinden uns also im Privatbereich des alten Palasts. Die prächtigsten Räume erwarten uns jedoch im oberen Teil des Turms. Die beiden oberen Stockwerke wurden im 15. Jahrhundert von Papst Nikolaus V. zusammengelegt und zu einer privaten Kapelle umgebaut. Die Ausgestaltung vertraute er dem Maler Fra Angelico an. Heute zählt die Cappella Nicolina, die Nikolauskapelle, zu den verborgenen Schätzen des Vatikans. Mit Hilfe all dieser Informationen macht sich Uberno Dex nun an die Rekonstruktion des mittelalterlichen Palastes. Hier setze ich den Turm hin. Mit den mittelalterlichen Sälen, die wir besuchen durften. Nach und nach zeichnet sich der Palast zur Zeit von Papst Nikolaus III. Ab. Dank der Überreste vor Ort kann ich einen Teil des Dekors rekonstruieren, vor allem im Saal der Chiaroscuri, der für Audienzen genutzt wurde. Dieser imposante Raum ist mit 12 Nischen versehen, in denen die Apostel dargestellt sind.
Sie erinnern daran, dass der Papst nun im Kreise seiner Kardinäle regiert, die ihn im Konklave gewählt haben. Abgeschottet von der Welt, um dem Druck der Könige und Kaiser zu entgehen. Hier behauptet das Papsttum seine politische Unabhängigkeit und manifestiert seine Macht in einem befestigten Palast direkt neben der Basilika. Von einer neuen Mauer geschützt wird das Ganze um 20 Hektar Gärten ergänzt, die aus dem Vatikan ein regelrechtes Landgut machen. Doch schon bald halten Nachfolgestreitigkeiten die Päpste dauerhaft von Rom fern. Sie weichen aus auf andere Residenzen im Kirchenstaat. Nach Viterbo, Orvieto, Perugia, Anagni und schließlich nach Avignon, wo die Wanderschaft 1305 endet. Ursprünglich geht es lediglich darum, durch die Wahl eines französischen Papstes, Clemens V., den Zwist zwischen dem Papsttum und Philipp dem Schönen beizulegen. Doch die Unruhen in Italien und die Komplotte der großen römischen Familien zwingen auch Clemens Nachfolger dazu, in Avignon zu bleiben. Letztlich regieren im Laufe des 14. Jahrhunderts insgesamt 9 Päpste von diesem Palast aus. Verärgerte Reaktionen von jenseits der Alpen lassen nicht auf sich warten. Bei jedem neuen Papst wird ein Botschafter nach Avignon entsandt, um zu versuchen, den Heiligen Stuhl wieder nach Rom zurückzuholen. Denn das Schwinden der Macht schadet dem Ansehen der Stadt und mindert die Popularität des Vatikans. Mehr noch, ohne einen Papst, der die Messe feiert, droht auch die Basilika zu verweisen und in Vergessenheit zu geraten. Wie kann sie weiterhin Pilger und Gläubige anlocken? Die Antwort auf diese Frage haben die Wissenschaftler in einem relativ unbekannten Werk des Malers Giotto gefunden. Dieses doppelseitig bemalte Triptychon, das heute in einem Saal der Vatikanischen Museen ausgestellt ist, könnte die Basilika gerettet haben. Serena Romano ist Giotto-Expertin. Sie hat das Geheimnis um das Meisterwerk des florentinischen Künstlers gelüftet. Das ist der heilige Petrus, der auf dem Thron sitzt, umgeben von Engeln und Heiligen. Vor ihm kniet Kardinal Stefaneschi, in der Hand das fertiggestellte Triptychon, das er in Auftrag gegeben hat und nun Petrus darbringt. Dieses Bild im Bild ist für die Historikerin von besonderem Interesse, weil es das Kunstwerk so zeigt, wie Giotto es sich vorgestellt hat. Es ist sozusagen das Porträt des bereits vollendeten, reich geschmückten Werks. Und dieses Porträt im Porträt verrät uns noch etwas anderes, dass für Giotto diese Seite des Triptychons die Hauptseite war. Aber warum diese Seite? Was wollte Giotto damit zeigen? Ein Satz in einem Manuskript aus dem 14. Jahrhundert offenbart laut Serena Romano die wahre Bestimmung des Triptychons. Im Nekrolog der Basilika wird der Stifter erwähnt, also Kardinal Stefaneschi. Da steht, er ließ das Polyptychon malen von der Hand Giottos auf dem hochheiligen Altar. Damit kann nur der Hauptaltar der Basilika gemeint sein. Das Werk sollte also einen ganz besonderen Platz einnehmen. Am Hauptaltar der konstantinischen Basilika. In der Nekropole unterhalb der Kirche findet die These der Historikerin eine unerwartete Bestätigung. Über der Reliquie des Petrus ist ein Marmorblock erhalten, der seinerzeit als Altar diente. Aber welche Funktion hatten diese kleinen Metallringe?
Serena Romano ist überzeugt. Sie waren zur Befestigung des Triptychons gedacht und sind der Beweis für seine Bestimmung. Alles deutet darauf hin, dass die Darstellung des heiligen Petrus, der in seinem roten Gewand ein Blickfang ist, die physische Präsenz des Papstes ersetzen sollte, der zu dieser Zeit nicht mehr in Rom wohnte. Eine Darstellung, die die Pilger auch daran erinnert, dass hier das Grab des ersten Papstes liegt und nicht in Avignon. Durch Giottos Werk behauptet die Basilika ihre Legitimität. Seine Symbolkraft wird so groß, dass sich die Päpste, als sie schließlich nach Rom zurückkehren, ein für allemal im Vatikan niederlassen und die nun fast 1000 Jahre alte, baufällig gewordene Basilika renovieren lassen. Mit dem Ende des Mittelalters erlebt Rom einen beispiellosen Aufschwung, von dem auch der Vatikanische Hügel profitiert, die Renaissance. Wir schreiben das Jahr 1503. Giuliano della Rovere wurde gerade zu Papst Julius II. Gewählt. Machtbewusst und ehrgeizig, aber auch ein Freund der Künste, prägt er die Architektur des Vatikans nachhaltig. Als erstes will er einen Palast errichten, der dem eines römischen Kaisers ebenbürtig ist. Mit dem Umbau wird Donato Bramante beauftragt, ein Architekt, der für seine Kenntnisse der Antike bekannt ist. Er soll den Palast mit dem Belvedere verbinden, einer großen Villa auf dem Hügel gegenüber. Bramante entwirft für das ansteigende Terrain eine gewaltige Anlage aus Gärten, Terrassen und Galeriebauten, die das Gesicht des Vatikans grundlegend verändert. Leider ist diese Anlage heute kaum noch zu erkennen und wurde durch drei Höfe ersetzt. Doch wie sah der ursprüngliche Entwurf aus? Der leitende Architekt des Vatikans, Vitale Sanchettin, hat hierzu alle existierenden Dokumente zusammengetragen und zeigt sie Uberno Dex, der sich weiterhin an einer Rekonstruktion der früheren Gebäude versucht. Die Erfindung Bramantes war es, diese Verbindung nicht in einen einfachen gemauerten Korridor umzubauen, sondern sie wie mehrere aneinandergereihte und überdachte Galerien zu gestalten. Heute ist in diesen Galerien ein Teil der päpstlichen Kunstsammlungen untergebracht. Das können wir als das Modernste in Bramantes Planung betrachten. Ich denke, dass wir uns, abgesehen von den Rekonstruktionen und Vermutungen, die wir anstellen können, an die Entwürfe halten sollten, die denen aus Bramantes Zeit am ähnlichsten sind. Auch wenn das minimale Abweichungen mit sich bringt. Der Grad des Gebäudes scheint mir hier ganz gut berücksichtigt worden zu sein. Bramante stirbt, bevor er sein Projekt vollenden kann. Seine Nachfolger setzen seine Pläne um. Das Ergebnis ist eine spektakuläre Abfolge von drei Terrassen, verbunden durch monumentale Treppen, die die Inszenierung rhythmisieren. Es ist ein Freilufttheater und zugleich ein Ort des Flanierens und der Meditation, nach dem Vorbild der antiken Gärten römischer Villen. Doch hinter dieser gewaltigen Nische verbirgt sich noch etwas anderes. Ein privater Raum, der über eine Rampe zugänglich ist und den der Papst und seine erlauchten Gäste zu Pferd oder auf einem Esel erreichen. Er führt auf einen quadratischen Innenhof, in dem Julius II. Einige antike Statuen aus seiner Sammlung aufstellen lässt. In leicht veränderter Form existiert der Hof noch heute.
erzeugt von der tiefen Bewunderung, die diese mehr als 1500 Jahre alten marmornen Körper damals hervorriefen. Im 16. Jahrhundert ist Rom ein riesiges, antikes Ruinenfeld. Es genügt, ein wenig zu graben. Schon stoßen wir auf Säulen und Kapitelle. Häufig werden die Marmorblöcke zu Kalk verarbeitet, der als Baumaterial dient. Und manchmal tauchen zwischen all den Ruinen kleine Meisterwerke auf. Während der Bauarbeiten auf dem Weinberg eines hohen römischen Funktionärs durchstießen Arbeiter die Decke zu einem unterirdischen Zimmer, in dem Teile einer beeindruckenden Skulptur sichtbar wurden. Wir können uns die Verblüffung vorstellen, als diese seltsame Skulptur gefunden wurde. Mit Sicherheit hatten sie noch nie zuvor so etwas gesehen. Denn eine Skulpturengruppe mit Schlangen ist schon sehr seltsam. Nach und nach verbreitete sich die Nachricht und kam schließlich auch dem Papst zu Ohren, der daraufhin den päpstlichen Architekten Giuliano da San Gallo entsandte und den jungen Künstler Michelangelo. Vor Ort erkennt Michelangelo sofort die Laokoon-Gruppe, von der Plinius berichtet hatte. Plinius beschrieb diese Skulptur als die schönste, die Kaiser Titus je besessen hatte. Heute steht die Laokoon-Gruppe in den Vatikanischen Museen. Denn Julius II. Beschließt, das Werk zu erwerben, weil es die Verbindung zwischen dem Rom der Päpste und dem der Kaiser verkörpert. Daher muss es Teil seiner persönlichen Sammlung werden. Doch wie gelangt ein Papst in den Besitz einer antiken Skulptur? Es muss eine außergewöhnliche Transaktion gewesen sein, deren Spuren irgendwo in den kilometerlangen Gängen des Vatikanischen Geheimarchivs zu finden sind. Ein Schriftstück bezeugt den Kauf der Laokoon-Gruppe durch den Papst. Darin festgehalten sind sämtliche Details der Geschichte. Ein überaus kostbares Dokument, das im Archiv bleiben muss. Wir konnten eine Kopie davon bekommen, die wir Professor Paolo Livarani vorgelegt haben. Das ist der Vertrag, in dem der Kauf der Laokoon-Gruppe durch Julius II. Besiegelt wurde. In der ersten Zeile steht der Name der Person, die die Skulptur gefunden hat. Felice de Fredis, und hier steht der Name Laokoon. Der Papst kaufte die Skulptur. Denn zu dieser Zeit galt, dass, wenn etwas auf einem Stück Land, einem Weinberg oder einem Feld gefunden wurde, das Eigentum des Besitzers war. Tatsächlich zahlte er eine hohe Summe dafür, denn im Vertrag wurde festgelegt, dass de Fredis all jene Steuern erhält, die an der Porta San Giovanni eingenommen wurden. Wer Waren vom Land in die Stadt brachte, musste bei Einreise eine Abgabe zahlen. Und das, was dort eingenommen wurde, ging lebenslang an de Fredis. Es handelte sich demnach wohl um eine beträchtliche Summe. Die Figurengruppe aus dem 1. Jahrhundert vor Christus ist vermutlich die römische Marmorkopie eines nicht mehr erhaltenen Originals eines Bildhauers auf Rhodos. Sie zeigt den Priester Laokoon, den die Götter strafen, weil er die Trojaner vor der Gefahr des hölzernen Pferds vor den Stadttoren gewarnt hat. Doch nicht nur der dargestellte Mythos, auch die buchstäbliche Kraft des Werks fesseln den Betrachter. Der Ausdruck von Angst, Schmerz, Tod. Dieser absolute Realismus wird zum Maßstab für Bildhauer und Maler jener Zeit. Allen voran Michelangelo, der darin ein Vorbild für seine Körperstudien findet.
Julius II. Erwirbt immer mehr Werke, die Künstler und Gelehrte in den Vatikanpalast locken. Meisterwerke, die alle sehen, studieren oder zeichnen wollen. Und die trotz ihrer profanen Herkunft ihre formale Schönheit in den Dienst der Kirche stellen. Sie legen den Grundstein für die päpstlichen Sammlungen. Daraus wird im Lauf der Jahrhunderte eine der größten antiken Skulpturensammlungen der Welt. Sie verleihen dem Vatikan den Rang eines Museums. Julius II. Wünscht diese in Stein gemeißelte Unsterblichkeit aber auch für sich selbst. Er gibt bei Michelangelo ein Grabmal in Auftrag, das eines römischen Kaisers würdig wäre. Der Kunsthistoriker und Michelangelo-Experte Golo Maurer hat Vorstudien dazu in der Fotothek in Florenz gefunden. Dieses Grabmal ist umstanden mit freistehenden Figuren, die sogenannten Sklaven. Das sind nackte Männerakte, die hier festgebunden sind und die die Architektur zu tragen scheinen, also wie Atlanten. Also insgesamt eigentlich ein Skulpturenmuseum mit mehr als 40 freistehenden Figuren. Also etwas, was es in dieser Dimension so noch nie gegeben hat. Michelangelo, er war berühmt geworden durch den David hier in Florenz. Das heißt, dadurch hat er schon italienweit eine Berühmtheit erlangt. Aber trotzdem war er ein junger Künstler, der eigentlich noch nicht unter Beweis gestellt hat, dass er ein großes Projekt machen kann. Und dieses Julius-Grab-Projekt, das war das Projekt seines Lebens, für das er eigentlich alle seine Fantasie und alle seine Energie reingesteckt hat. Also man muss sich das vorstellen, Michelangelo sitzt ja in Florenz, hat sich aus Carrara die Steine kommen lassen und er fängt schon an, Skulpturen und Architekturteile für dieses Grabmal zu machen. 2-3 Jahre arbeitet er an diesem Grab und dann kommt plötzlich der Julius und sagt, Schluss, wir hören auf. Was ist geschehen? Vermutlich ein Finanzierungsengpass, weil ein anderes Großprojekt das Vatikanvermögen beansprucht. Michelangelo wird freigestellt. Wütend geht er zurück nach Florenz und schreibt an den Papst. Ich habe es nicht verdient, wie ein schlechter Narr aus dem Palast geworfen zu werden. Da Eure Heiligkeit nichts mehr von dem Grabmal wissen will, sehe ich mich von meinen Verpflichtungen entbunden und werde auch keine neuen eingehen. Tatsächlich ist dem Papst ein anderes Projekt wichtiger. Er will eine neue Basilika bauen, deren Glanz die Welt blenden und die den Status Roms als Hauptstadt des Christentums untermauern soll. Keine leichte Aufgabe für die Architekten. Viele der Originalbaupläne dieses ehrgeizigen Unterfangens sind bis heute erhalten. Insbesondere die von Donato Bramante, Architekt und Baumeister des Papstes, den er um einen ersten Entwurf ersucht. Voilà. Ja, das ist er. Die vielleicht berühmteste Architekturzeichnung der Welt, kann man sagen. Und vielleicht die Zeichnung, mit der Architekturzeichnung im modernen Sinn eigentlich erst anfängt. Das heißt, wir müssen uns denken, dass die Zeichnung hier gespiegelt werden muss und sich das hier zu einem vollständigen Zentralplan ergänzt. Sehr interessant auch hier, dass eine eigentlich völlig neue Art, Architektur zu entwerfen, sichtbar ist, dass eigentlich eine große Mauermasse da ist und diese Mauermasse wird nachher wie mit dem Meißel so ausgehöhlt. Also das ist eigentlich mehr Skulptur als Architektur im eigentlichen Sinne. Bramante schlägt Papst Julius eine Basilika in Form eines griechischen Kreuzes vor, mit einer Zentralkuppel, umgeben von 4 Kuppeln. Er fügt hinzu, ich nehme das Gewölbe des Pantheons und hebe es auf die Bögen der konstantinischen Basilika.
Das Pantheon. Im 1. Jahrhundert vor Christus erbaut, besitzt die größte Kuppel der Antike mit einem Durchmesser von knapp 43,5 Metern. Das Symbol der Erhabenheit römischer Baukunst. Man kann sich vorstellen, dass der Papst von dieser Idee fasziniert war. Aber der fragt seinen Haus- und Hofarchitekten, den in Ingenieurdingen erfahrenen Giuliano da San Gallo, was dieser von diesem Bramante-Plan hält. Ist das nicht zu fragil? Und San Gallo schaut sich das an und stellt einen Gegenplan auf. Und diesen Gegenplan, diese Antwort, sehen wir hier. Anstelle der leichten Konstruktion von Bramante sehen wir eine massive, ja fast burgartige Konstruktion. Der Papst wird sich sagen, das hält bestimmt, aber schön ist es nicht. Er nimmt diesen Plan, geht damit wieder zu Bramante, dem Konkurrenten, und sagt, schau mal, was hältst du davon? Gleich auf der Rückseite von San Gallos Entwurf befindet sich Bramantes Antwort. Die Szene ist zum Greifen nahe. Bramante nimmt den Plan von San Gallo, hält ihn gegen ein Fenster und auf die Rückseite in schnellen Strichen eine völlig neue Lösung entwirft. Diesmal ist der Papst zufrieden. Bramante soll sich an die Baupläne setzen. Auf einem dritten Blatt zeichnet er den Grundriss der alten Basilika und außen herum das neue Gebäude, nun mit einem Mittelschiff. Außerdem verfeinert er die Form der Vierungspfeiler, die die majestätische Kuppel tragen sollen. Mit diesen beiden Pfeilern legt Bramante eigentlich den ganzen Rest von diesem Projekt. Denn mit den Pfeilern ist der Durchmesser der Kuppel genau festgelegt. Und wenn man den Durchmesser der Kuppel festgelegt hat, kann man eigentlich an dem Projekt keine grundlegenden Aspekte mehr ändern. Sagen, er zwingt seine Nachfolger, was auch immer sie tun, seine Grundidee auszuführen. Am 18. April 1506 findet die feierliche Grundsteinlegung statt. Julius II. Führt den Ablass ein und verspricht allen, die den Bau der Basilika finanziell unterstützen, die Vergebung ihrer Sünden. Ein Mammutprojekt. Einige sprechen bereits vom 8. Weltwunder. Die Arbeiten beginnen. Der Papst und sein Baumeister ahnen nicht, dass dies die längste, komplexeste und umstrittenste Baustelle der christlichen Geschichte werden sollte. Es kommt zu ersten Kollateralschäden. Die nahegelegene Sixtinische Kapelle wird durch die Bauarbeiten erschüttert. Dabei ist sie ein wichtiges Gebäude. In der großen Kapelle, die zum mittelalterlichen Vatikanpalast gehört, wählen die Kardinäle den Papst. Zum Glück bleiben die Wandgemälde unbeschadet. Werke der größten Maler der Frührenaissance. Auf der rechten Seite Botticellis Geschichte des Moses. Links das Leben Christi von Ghirlandaio und Perugino. Darüber die Päpste als deren würdige Nachfolger. Das Problem ist die Decke. Ein tiefer Riss zieht sich durch den prächtigen Sternenhimmel. Das Gewölbe muss verspachtelt, gesichert und vor allem neu bemalt werden. Für diese Arbeit will der Papst Michelangelo. Doch wegen der Geschichte mit dem Grabmal weigert er sich, nach Rom zu kommen. Ausgerechnet Bramante muss dem Papst die schlechte Nachricht überbringen. Man reite morgen nach Florenz und hole Michelangelo zurück. Heiliger Vater, Michelangelo wird nicht kommen. Ich kenne ihn gut. Er hat stets beteuert, die Sixtinische Kapelle interessiere ihn nicht, sondern nur das Grabmal. Ein Tauziehen beginnt zwischen dem Papst und dem Künstler. Zwei starkköpfige Charaktere. Wie wird der Streit ausgehen? Um mehr darüber zu erfahren, besuchen wir die Bibliotheca Herziana in Rom. Eine der wichtigsten Forschungseinrichtungen zu Michelangelo und dessen Oeuvre.
Sind vielleicht selten in der Geschichte zwei solche Dickköpfe aneinander gekommen wie Julius II. Und Michelangelo. Beide ungeduldig, beide mit einem extrem starken Willen, beide mit ganz klaren Vorstellungen, was sie machen wollen. Beide jähzornig, aber Michelangelo sich am Ende dann doch dazu bequemen muss, den Wünschen des Papstes nachzukommen. Am Ende willigt Michelangelo ein, die Sixtina auszumalen. Aber wie? Wir haben einen Brief Michelangelos an seinen Freund Fatucci. Und da schreibt er: Im Entwurf zu diesem Werk war die Darstellung der 12 Apostel in den Lünetten vorgesehen. Als ich damit begonnen hatte, schien mir, als würde es etwas dürftig werden. Und erst als er dann in dem Auftrag drinnen steckte, sich damit befasst hatte, das in seinem Kopf gearbeitet hatte, dann scheint er auch tatsächlich daran Gefallen gefunden zu haben und gesagt, wenn ich das jetzt schon mal mache, dann muss es was Großartiges werden. Das heißt, die Sixtina, das musste etwas werden, was bisher im Erdkreis noch niemand so gesehen hatte. Im Sommer 1508 macht sich Michelangelo ans Werk. Die Assistenten, die ihm bereitgestellt werden, schickt er nach Hause. 4 Jahre lang arbeitet er ganz allein. Er zerstößt die Farben, mischt den Putz an und trägt ihn auch selbst auf. Er arbeitet bis zur Erschöpfung und schläft oft vor Ort. Trotz der eisigen Kälte in der Kapelle malt er auch im Winter weiter. Er leidet körperlich, wie er selber schreibt. Schon wächst ein Kropf mir über diesem Placken. Ans Kinn ist mir der Leib wie angebacken. Den Bart reck ich gen Himmel mit dem Nacken, derweil der Pinsel immer überm Aug ein schön Mosaiko kleckst auf die Backen. Er schafft ein Werk, dessen schöpferische Kraft die Besucher bis heute überwältigt und begeistert. Michelangelo gelingt es, eine Architektur zu zeichnen, die sich mit der tatsächlichen Architektur überschneidet. An der Decke sind immer wieder Teile des Himmels zu erkennen, gegen den sich die Figuren abzeichnen. Sie sind nicht einfach in den Raum gezeichnet, sondern ragen aus ihm heraus. Die Knie stehen hervor. Diese räumliche Darstellung erzeugt Bewegung, als würden die Figuren auf uns zukommen. Michelangelo breitet die gesamte Geschichte des Christentums vor unseren Augen aus. Die Genesis, mit der er das Gewölbe ausmalt, komplettiert das Leben Jesu auf den Wandfresken aus dem 15. Jahrhundert. Um die biblische Geschichte noch flüssiger zu erzählen, ergänzt er Figuren, die die hebräische Bibel und das Neue Testament miteinander verbinden. Sibyllen und Propheten, die die Ankunft des Messias verkünden. Um sie herum gruppiert er weitere Figuren. Frauen, Kinder, müde Greise. Wer sind sie? Wen stellen sie dar? Diese Fragen blieben lange unbeantwortet oder wurden nie gestellt. Bis bei der großen Restaurierung der Sixtinischen Kapelle 1984 neue Details ans Licht kamen. Es ist die berühmteste Restaurierung des 20. Jahrhunderts. 14 Jahre dauert es, die Fresken zu reinigen und die Retuschen und Neulackierungen früherer Restaurierungen zu entfernen. Das Ergebnis ist überwältigend. Farben und Details werden freigelegt, die jahrhundertelang verborgen waren. Für Giovanni Careri ändert sich sogar die Bedeutung der Malereien. Beeindruckend. Plötzlich sehen wir Dinge, die vorher unsichtbar waren. Die Restaurierung hat auf dem Ärmel dieser Figur einen gelben Kreis enthüllt. Und es gibt weitere, ähnliche Zeichen.
Hier am Arm dieser Frau. Und hier. Dieser Kreis ist ein Mal, ein Schandmal, das den Juden zur Zeit Michelangelos auferlegt wurde. Das wirft die Frage nach anderen Zeichen auf. Den Forscher interessiert, wie Michelangelo die Juden jener Zeit dargestellt hat. Damals sind schwangere Frauen in der Malerei sehr selten. Daneben gibt es viele Stillkinder, auch ältere Kinder. Der biologische Aspekt des Lebens steht in den Lünetten also im Vordergrund. Es sind die einzigen Figuren in der Sixtinischen Kapelle mit einem Schatten. Sie werfen Schatten auf die Mauer hinter sich, was bedeutet, dass sie einen Körper haben. Hier ist der irdische, der fleischliche Teil. Es sind Alltagsszenen, keine Szenen aus der Heldengeschichte, die mit der Ankunft des Messias beginnt. Warum diese Darstellung der gewöhnlichen Existenz? Was wollte Michelangelo damit ausdrücken? Nicht alle Juden konvertierten und auch nicht sofort. Hier stehen sie für den Stillstand. Es sind melancholische Charaktere, oft mit gekreuzten Armen oder Beinen, wie zur Untätigkeit verdammt. Durch diese Erstarrung, diese Müdigkeit, drückt Michelangelo zugleich seine eigene Unfähigkeit aus, ein guter Christ zu werden. In seinen Gedichten bezeichnet er sich als einen halbherzigen Christen. Er bittet den Herrn, ihn mit Gewalt zu bekehren, weil er es selbst nicht schafft. Als Ausdruck seiner eigenen Zweifel malt der Künstler Figuren, die wie gelähmt auf eine Offenbarung warten. Mehr noch, er integriert sich selbst in das Bild einer in sich gefangenen Menschheit. Er malt sich selbst als Jude, als Josef. Josef ist der Jude, der erst spät konvertiert. Er klagt sich in gewisser Weise selbst an, indem er in die Haut des Juden schlüpft. Michelangelo nimmt sich viele Freiheiten heraus. Unglaublich, dass dieses Gegengewicht, dieser Moment des Zweifels und des Nicht-Konvertieren-Könnens in die Sixtinische Kapelle eingeflossen ist. Das, was eine Art enthusiastisches Manifest des Christentums hätte sein können, beinhaltet zugleich viele Widerstände und Unerfüllbarkeit. Am 31. Oktober 1512, dem Vorabend von Allerheiligen, wird die Sixtinische Kapelle mit einer Messe eingeweiht. Die Menge ist begeistert. Prälaten wie Künstler loben das Werk. Einer ist tief bewegt. Der Maler Raphael ist von seiner eigenen Baustelle herübergekommen, um das Gewölbe seines Rivalen zu bewundern. Denn in diesen ersten Jahren des 16. Jahrhunderts sind zwei der größten Genies der Malerei gleichzeitig im Vatikan tätig. Raffaello Sanzio, ein Schüler Perugino's und Leonardo da Vinci's, genießt schon einen guten Ruf, als er in Rom ankommt. Sein Freund, der Baumeister Bramante, hatte ihn Julius II. Vorgestellt. Und der war schnell von Raffaels Talent überzeugt. Er müsse unbedingt im Vatikan arbeiten. Nur wo? Kurz entschlossen entlässt Julius II. Die zuvor engagierten Künstler und beauftragt Raphael mit der Ausmalung seiner Privatwohnung. Die vier hintereinander liegenden Räume im zweiten Stock des Vatikanpalasts sollen das religiöse und politische Wirken des Papstes widerspiegeln. Raphael widmet dieser Arbeit 17 Jahre seines Lebens. Ein Meisterwerk, das bis heute neue Geheimnisse offenbart.
Wir befinden uns hier in der Stanza della Segnatura, dem Saal der Signatur, der dem Papst ursprünglich als Bibliothek diente. Diesen Saal nahm sich Raphael als erstes vor. Die Bemalung folgte einem komplexen Programm, an dem sicherlich auch die Berater von Julius II. Beteiligt waren. Es handelte sich um eine humanistische Lesart, die die Geschichte der Menschheit in Harmonie darstellte. Heidentum und Christentum waren miteinander verbunden und standen nicht im Widerspruch zueinander. Auf der einen Seite die streitenden Theologen sowie die zentralen Figuren der christlichen Kirche. Gegenüber die Wissenschaftler und Philosophen der Antike, an einem Ort versammelt. Vielleicht das faszinierendste von allen Fresken. Das Erstaunlichste daran ist, dass Raphael einigen dieser Gelehrten der Antike die Züge zeitgenössischer Künstler verliehen hat. So erscheint der Architekt Bramante als Euklid und Leonardo da Vinci verkörpert Platon. Eine komplexe Inszenierung, die vor der Umsetzung gewiss dem Papst präsentiert werden musste. Aber wie konnte ihm Raphael das Projekt in seiner ganzen Größe darstellen? Die Antwort ist in der Pinacoteca Ambrosiana in Mailand zu finden, wo ein weltweit einzigartiges Kunstwerk erhalten ist. Es ist ein Wunder, dass ein Karton von 8x3 Metern überlebt hat. Diese Art Skizzen waren ja eigentlich nicht dazu gemacht, um sie aufzubewahren, sondern wurden weggeworfen. Doch offensichtlich hatte Raphael hier mehr vor, als eine einfache Pappskizze anzufertigen. Wahrscheinlich wollte er sie Julius II. Zeigen, weil er dessen Zustimmung benötigte. Die Qualität der Zeichnung ist von höchster Güte. Der Strich ist sehr schnell, sehr sicher. Es ist beeindruckend, wie mit einem oftmals sehr schnellen Strich diese wunderschönen Figuren entstanden sind. Aber hat Raphael seine scheinbar perfekte Skizze im endgültigen Werk auch exakt so umgesetzt? Um dies zu überprüfen, genügt es, Entwurf und Fresko übereinander zu legen. Dabei zeigt sich, dass sich der Maler selbst ganz diskret am Bildrand eingefügt hat. Vor allem aber hat er, diesmal im Zentrum des Werks, eine weitere Figur ergänzt. Wer ist dieser Mann? Und warum diese Änderung? Das ist, ich möchte fast sagen, die geheimnisvollste Figur im Vergleich zu den anderen, die alle viel offensichtlichere Charakterzüge haben. Diese Person ist die einzige, die nicht an der allgemeinen Geschäftigkeit beteiligt ist. Sie ist in sich verschlossen und wurde nachträglich hinzugefügt, als hätte er noch einmal darüber nachgedacht. Sie zeigt Michelangelo Buonarroti als den Philosophen Heraklit. Die Physiognomie der Figur ist der Michelangelos zu dieser Zeit sehr ähnlich. Außerdem hat er sich den Stil seines Konkurrenten und Freundes genau angesehen und ihn im selben Stil gemalt. Als wollte er sich vor dessen Größe verneigen. Eine zweifelhafte Hommage. Denn Raphael platziert Michelangelo an den Fuß der Treppe, in Gestalt eines relativ unbekannten Philosophen und unter Leonardo da Vinci, seinen wahren Freund und Meister. Neben den Künstlern jener Zeit versucht Raphael auch, die Päpste in seine Fresken zu integrieren. Insbesondere Julius II., seinen ersten Mäzen und Gönner, sowie dessen Nachfolger Leo X., der ihn weiter beschäftigt. Als der Maler 1520 stirbt, vollendet er gerade die Fresken im dritten Raum. Doch die Prunksucht der Kirche ist noch lange nicht gestillt und führt schon bald zu einem Bruch, wie ihn die Kunstgeschichte selten erlebt hat.
Alles beginnt 1517, als der Mönch Martin Luther seine 95 Thesen veröffentlicht. Er beschuldigt die Kirche der Götzenanbetung, der Korruption und vor allem der Monetarisierung des Seelenheils durch den Ablasshandel. Es ist die Geburtsstunde des Protestantismus. Die neue Konfession des Christentums breitet sich wie ein Lauffeuer aus und erreicht die meisten Länder des Heiligen Römischen Reichs und Skandinaviens. 1533 bricht England mit dem Katholizismus und gründet die anglikanische Kirche. Mit dem Calvinismus kommt die Bewegung auch nach Frankreich. Der Vatikan ist in Zugzwang. Also gibt Papst Clemens VII. Ein neues Altarfresko für die Sixtinische Kapelle in Auftrag. Das jüngste Gericht. Wie um daran zu erinnern, dass jenseits allen Theologenstreits Gott über Gut und Böse richtet. Das zentrale Thema der christlichen Ikonografie, das schon Giotto und Fra Angelico behandelt haben, zeigt traditionell eine strenge hierarchische Raumordnung. »22 Jahre nach Fertigstellung der Gewölbefresken malt Michelangelo dieses Weltgericht so, wie er es sieht.« Als erstes führt Michelangelo eine vermeintliche Unordnung ein. Insgeheim ist diese Unordnung jedoch geordnet, organisiert, choreografiert. Wie ein Orchesterdirigent gibt Christus mit den Armen die Richtung vor. Ein Arm drückt mit einer verurteilenden, wütenden Geste nach unten. Der andere geht nach oben. Alle Figuren auf dem Fresko stehen in direkter Beziehung zu Christus. Diese Inszenierung nimmt den Betrachter mit ins Zentrum der Ereignisse. Es zeigt nicht das jüngste Gericht selbst, sondern den Moment kurz davor, wenn die Anspannung am größten ist, der schreckliche Moment, ehe das Urteil fällt. Was dieses Fresko so modern macht, ist die Figur des Verdammten im Zentrum, der sich den Kopf hält, der entsetzt auf sein Leben zurückblickt. Das ist eine Einladung an den Betrachter, es ihm gleich zu tun. Dieser Aspekt gefiel den Theologen damals gar nicht, weil es den Menschen Spielraum für Zweifel lässt. Und vor allem, weil es die Kirche, die für das Seelenheil der Lebenden sorgt, überflüssig macht. Und genau das ist die Position jener Zeit. Nicht nur der deutschen Protestanten, sondern auch der italienischen Evangelikalen, die Luther nahestanden. Es geht um die persönliche Beziehung zu Christus. Erschwerend hinzu kommt die unerhörte Nacktheit der Figuren. Ein Angriff auf die Moral einer Kirche, die gerade um ihr Ansehen kämpft. Michelangelo wird aufgefordert, sein Werk zu zerstören oder es anständig zu machen. Der Künstler antwortet seinen Kritikern: Macht ihr erst die Welt zu einem anständigen Ort, dann wird auch das Bild diesem Weg folgen. Doch die Strafe trifft Michelangelo hart, der mit seiner Kunst die Einheit der Kirche zu retten hoffte. Wenige Meter entfernt herrscht auch um die bedeutendste Baustelle der Christenheit großer Aufruhr. Während der Protestantismus jeden Tag neue Anhänger gewinnt, verlieren sich die Pilger, die am Grab des heiligen Petrus beten wollen, in einem heillosen architektonischen Chaos. Wie sollen sie an einem Ort, an dem permanent gebaut wird, die heilige Messe feiern? Zum Glück steht das leider angeschlagene Hauptschiff der alten Basilika noch.
Durch eine Mauer von der Baustelle getrennt, geht hier das religiöse Leben weiter. Das Ergebnis ist eine seltsame Hybridstruktur. Halb Rohbau, halb Ruine. Wie konnte das geschehen? Ganz einfach. Seit Bramantes Tod wechseln ständig die Architekten. Und mit ihnen die Entwürfe. Das ist der letzte, entstanden 30 Jahre nach Baubeginn. Das riesige Holzmodell des Architekten Antonio da Sangallo ist heute in einer der Dachkuppeln des Petersdoms untergebracht. Im Maßstab 1:30 zeigt es eine Kirche, die mit Bramantes Vorhaben nicht mehr viel gemein hat. Dass der Papst so viel Aufwand, Kosten und Energie für das Projekt aufbringt, erklärt sich damit, dass er Bramantes künstlerisches Erbe weiterführen und erhalten wollte. Die große Veränderung zeigte sich dann in der von Säulengängen umgebenen Kuppel und dem höher gelegenen Chorgang. Dieser verursachte große Probleme hinsichtlich der Beleuchtung. Wir müssen uns vorstellen, damals gab es so gut wie keine künstliche Beleuchtung. 7 Jahre feilt Sangallo an seinem Modell. Während dieser Zeit kommt der Bau kaum voran. Als der Architekt 1546 stirbt, sind gerade mal die 4 Hauptpfeiler, der südliche Wandelgang und 2 Deckengewölbe fertiggestellt. Ein Schandfleck in der ewigen Stadt, gleich neben den Ruinen des Palatins und des Kolosseums. Dem Prestigeprojekt muss neues Leben eingehaucht und die wahre Kirche der Nachfolger Petri endlich erbaut werden. Doch wer könnte die festgefahrene Baustelle retten? Michelangelo. Natürlich. Die Herausforderung ist gewaltig. Doch der 72-jährige Künstler sieht darin einen spirituellen Auftrag. Ich übernehme diese Aufgabe nur aus Liebe zu Gott und zu Ehren des Apostels. . 1547 wird Michelangelo Bauleiter der Basilika und bleibt es 17 Jahre, bis zu seinem Tod am 18. Februar 1564. Er zeichnet neue Pläne mit radikalen Änderungen. Zahlreiche Zeugnisse seiner Arbeit sind im Archiv der Dombauhütte von St. Peter erhalten. Zusammen mit tausenden Dokumenten, die sich in 120 Jahren Bauzeit angesammelt haben und die Vitale Sanchettin akribisch erforscht. Welche grundlegenden Entscheidungen traf Michelangelo? Zunächst einmal verringerte er die Dimension des Gebäudes, indem er die Chorgänge entfernte und den Bau nach oben hin öffnete. Vor allem aber beschloss er, das gesamte Gebäude außen mit Travertinstein zu verkleiden. Travertin ist ein weißer Kalkstein, der seit der Antike für prestigeträchtige Bauwerke verwendet wird und den Michelangelo in großen Mengen bestellt. Vitale Sanchettin hat die Lieferregister studiert, um Michelangelos Arbeitsweise und Umfang besser zu verstehen. Dieses Dokument geht auf die Monate nach Michelangelos Ankunft zurück. Es ist offensichtlich sein Versuch, die Travertinsteine systematisch zu erfassen. Wir können rekonstruieren, dass es sich im ersten Jahr, 1547, um 670 Wagenladungen handelte. 1548 waren es dann 1100 Wagenladungen und 1549 schließlich 2000. Der Bau schreitet in Windeseile voran. Wie schafft es Michelangelo, eine solche Großbaustelle zu leiten? Gerade in Anbetracht seines hohen Alters. Die Antwort hat Vitale Sanchettin per Zufall in einem Stapel Verwaltungsunterlagen entdeckt.
Diese Zeichnung tauchte auf, nachdem wir schon ungefähr 2 Wochen an dieser Mappe gearbeitet hatten. Wie wir sehen, ist dieses Papier von beiden Seiten beschrieben. Sobald ich es umdrehte, wurde mir klar, dass ich darauf eine, wenn auch etwas blasse, Rötelsteinzeichnung befand. Fotografieren konnte ich sie nicht, daher zeichnete ich sie ab. Dabei wurde mir klar, dass diese Zeichnung Teil eines größeren Bildes war. Es hatte in etwa diese Form. Nicht nur erkennt er in der Skizze sofort ein architektonisches Element. Die Form kommt ihm auch merkwürdig bekannt vor. Ich hatte sofort das Gefühl, etwas in den Händen zu halten, das eine ganz enge Verbindung zu Michelangelo aufweist. Zuerst fielen mir die Ziffern auf. Diese 6, diese 9, diese 3. Ich habe die Ziffern mit denen auf anderen Skizzen Michelangelos verglichen und die Ähnlichkeit schien mir offensichtlich. Aber das ist nicht das Hauptargument für die Zuordnung. Das Hauptargument ist diese Doppellinie hier. Wir sehen die erste Linie und hier die zweite. 2 parallele Linien. Diese Doppellinien können nur eins bedeuten, die minimale und die maximale Größe der Steine. Dieser Plan sprach die Sprache der Steinmetze, der Bildhauer. Die Zeichnung ist schlecht, wie es viele von Michelangelos Zeichnungen waren. Mit anderen Worten, die Skizze aus der Hand des Meisters liefert ein unerwartetes Zeugnis seiner Arbeitsweise. Diese Zeichnung erzählt davon, wie Michelangelo täglich auf der Baustelle kommuniziert hat. Sie erzählt von einem Mann, der als Künstler bereits alles gemacht hatte und es sich nicht nehmen lässt, Details bezüglich der Auswahl der Steine zu diskutieren. Aber was verrät die Skizze über die Konstruktion? Und vor allem, zu welchem Teil des Bauwerks gehört sie? Ich habe das Papier elektronisch bereinigt. So ungefähr muss die Zeichnung ausgesehen haben, bevor sie zerschnitten wurde. Wenn wir dem Verlauf der Linien folgen, erkennen wir deutlich, dass es sich um etwas handelt, das mit dem Tambour der Kuppel zu tun hat. Der Tambour. Also der Bauteil, der die Kuppel trägt. Um seine Vermutung zu überprüfen, will der Architekt versuchen, die entsprechende Stelle am Gebäude zu finden. Zu diesem Zweck darf er entlang des Petersdoms ausnahmsweise eine Drohne aufsteigen lassen. Ideal wäre noch eine Aufnahme von dieser Seite aus. Tiefer? Perfekt. Die Drohne filmt die sogenannten Kämpfer der Säulen des Tambours. Wir sehen genau den Teil, der für die Zeichnung interessant ist, die wir gerade im Archiv gesehen haben. Selbst ein architektonisches Element, das für alle unsichtbar ist, hat Michelangelo also bis ins kleinste Detail konzipiert. Hier offenbart sich seine Handschrift am deutlichsten. Michelangelos Werk ist ein unerschöpflicher Quell an Formen und Möglichkeiten. Es handelt sich um architektonische Neuerfindungen mit einer unfassbar raffiniert bearbeiteten Oberfläche. Vor allem, wenn wir bedenken, wo es sich befindet. Eines ist sicher, um mit einer solchen Genauigkeit und Exaktheit bauen zu können, bedurfte es Unmengen von Entwürfen, Modellen und auch Entscheidungen direkt am Bauwerk. Dank Michelangelo kommt der Bau der Basilika wieder in Schwung und schreitet voran. Doch der Künstler ist jetzt 88 Jahre alt.
Der letzte große Meister der Renaissance hat 13 Päpste auf dem Heiligen Stuhl erlebt. Als Bildhauer, Maler und Architekt hinterlässt er ein riesiges Gesamtwerk. Das Bauende des Petersdoms wird er jedoch nicht mehr erleben. Als Michelangelo Buonarroti am 18. Februar 1564 stirbt, fehlt noch die gewaltige Kuppel. Aber nur fast. Denn angesichts seines nahenden Todes hat er ein Holzmodell angefertigt. Sein Entwurf aus zwei konzentrischen Gewölbeschalen ist von Filippo Brunelleschis Technik für den Dom von Florenz inspiriert. Bis zur Fertigstellung der Kuppel des Petersdoms vergehen weitere 24 Jahre. 1590, mehr als 75 Jahre nach Baubeginn, erlebt die Basilika St. Peter im Vatikan ihre Krönung. Die große Kuppel des Petersdoms wird zum Vorbild für alle später erbauten Kirchenkuppeln. Hier hätte die Geschichte vom Bau von St. Peter enden können. Doch wenige Jahre später werden die Reste der altehrwürdigen konstantinischen Basilika abgetragen. Und an dieser so geschichtsträchtigen Stelle entsteht neuer Raum. Alsbald fällt die Entscheidung, darauf ein Langhaus zu errichten. So wird aus der neuen Kirche ein Reliquiar der alten. Mit seiner Basilika ist der Vatikan der Welt zugewandt. Vor allem durch den Petersplatz, einer riesigen Bühne für die öffentlichen Auftritte des Pontifex Maximus, die entsprechend ausgestattet werden muss. Bereits 1586, als die Kuppel fertig ist, wird hier mit einem Großaufgebot an Männern und Pferden ein gewaltiger Obelisk aufgestellt, der einst im Zirkus des Kaisers Nero stand und unter dem Petrus gekreuzigt worden sein soll. Damit hat der Platz sein Symbol. Aber erst ein Jahrhundert später wird er zur berühmtesten Sichtachse der Welt. Dank des Werks von Gian Lorenzo Bernini, der den Petersplatz mit einem Wald aus 284 Säulen säumt. Wie zwei riesige Arme breiten sich die vierreich angeordneten Kolonnaden von der Fassade her aus, als wollten sie die versammelten Gläubigen umarmen. In diesem architektonischen Meisterwerk entfaltet sich die ganze Pracht der Kirche. Der Kritik an Reichtum und Überfluss entgegnet sie mit überbordendem Prunk. Die Barockzeit hat begonnen. Bernini, der auch für den Großteil des Innendekors der Basilika verantwortlich zeichnet, will die Besucher beeindrucken und verzaubern. Mit der Ausgestaltung des Inneren der Basilika treibt er die Theatralisierung des Glaubens auf die Spitze. Sie erreicht mit dem riesigen Baldachin an der Stelle des Petrusgrabes ihren Höhepunkt. Für seine spektakuläre Inszenierung greift er die Form und den Stil der ursprünglich von Konstantin errichteten Gedenkstätte auf. Seit seiner Gründung lebt der Vatikan von dieser heiligen Allianz zwischen Kunst und Kirche. Heute ist der begrenzte Raum der Vatikanstadt aufgeteilt zwischen Staatsgeschäften, dem Heiligen Stuhl und den 26 Museen, in denen Epochen, Kulturen und sogar Religionen miteinander in Dialog treten. Und die Sammlungen wachsen weiter. Diese moderne Sixtina hatte Johannes Paul II. Beim slowenischen Künstler Marko Ivan Rupnik in Auftrag gegeben.
Und so wurde aus dem Zirkus der Antike, in dem die ersten Christen hingerichtet wurden, eine Schatzkammer für die Meisterwerke der Menschheit.